Hallo Schatzis, so da bin ich wieder. Kaffeekeks-Orakel, zweiter Teil, die Dame versus den Herrn. Jetzt geht's um dich. Was denkst du über ihn? Was fühlst du für ihn? Was schiebt dich an in seine Richtung? Oder es kann vielleicht auch zeigen, was du nicht tust. Wer weiß das schon? Wir dürfen gespannt sein. Applaus von der Gurkentruppe. Und wenn du auch mit diesem Orakel in Resonanz gehst, dann gibt es noch eine Verbindungskarte, welche Kraft euch beide verbindet. So, du liegst jetzt in der Mitte. Wir legen mit Erhard Aliquando, mit unserem Freund Erhard. Deine Geschichte bist du, das ist das Kartendeck von mir selbst. Wenn es dir gefällt, findest du den Link zum Shop in der Infobox und kannst es dein eigen nennen. Und zu diesem Deck gibt es auch kostenlose Lernvideos auf meinem YouTube-Kanal in der Playlist. Die Community wurschtelt zusammen. Ich liebe es. So, jetzt geht's um dich. Was denkst du denn über ihn gerade? Da sind wir mal gespannt. So, eins. Zwei. Drei. Bei dir flippt es schon immer. Ne? Während er sich ja ebenso schwer getan hat, bei dir flippt es. Und hier geht es da rein nach. So, das war's so. Da haben wir. Ne, ich sage euch erst später, was wir haben. Ich sehe es schon immer. Okay, was fühlst du denn für ihn? Wir legen erst die Karten aus. Was fühlst du für ihn? Deine Gefühle. Eins. Yes. Zwei. Drei. So, du schaust jetzt in die andere Richtung. Das heißt, die Dame marschiert dorthin. Was treibt dich an? Also, was liegt dir im Rücken? Das hätten wir gern zuerst. Yes. Und wo geht's hin? Was ist dein nächster Schritt in seine Richtung? Ach ja. Das ist ja spannend. So, fangen wir mal oben an. Was denkst du über ihn? Wir haben hinter der Rosenhecke den Fisch, wir nennen ihn Schmoldi the Goldie, und das Haus. Also, das kann ganz einfach sein, wenn er Familie hat, dann denkst du über ihn, dass er seine Gefühle verborgen hält, weil er sich auf die Familie konzentriert. Das könnte in einem Satz dein Gedanke sein. Ne? Du kannst aber auch darüber nachdenken, warum er sich zurückzieht. Also du denkst über seinen Rückzug nach, das ist hinter der Rosenhecke. Du weißt vielleicht auch ganz genau, dass er dich beobachtet, wenn man jetzt tiefer reingeht. Du spürst sozusagen seinen Blick in deinem Rücken, weil tatsächlich ist es so, dass die Rosenhecke, schaut mal da, so hinter dir liegt. Ne? Und da guckt er raus, der ist hier als Wolf versteckt. Guckt, das ist eine der schönsten Karten im Deck. Hier guckt er raus, da hat er sich versteckt hinter den Rosen und hat sich so verduftet, ne? Ist im Rosenduft verschwunden, aber du spürst seinen Blick im Rücken. Und du denkst vielleicht auch darüber nach, was er für dich fühlt, ob er noch was für dich fühlt. Oder du denkst vielleicht auch darüber nach, was du für ihn fühlst. Also dir ist ganz bewusst, dass er gerade im Rückzug ist. Dir ist aber auch bewusst, dass er dich beobachtet. Und möglicherweise ist dir auch bewusst, dass er sich vielleicht in sein Zuhause zurückgezogen hat. Also dass er entweder sehr familiär ist, sein Zuhause kann aber auch der Körper sein. Es kann auch sein, dass du weißt, dass er Körperthemen hat. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Vielleicht ist ja auch ein Körperthema zu viel Wasser, dass er zu viel trinkt, ne? Also zu viel Flüssigkeit. Das kann auch bei einigen Sinn machen. Also es gibt immer verschiedene Varianten, wie man das Ganze deuten kann. Variante 1, dir ist bewusst, dass er sich zurückgezogen hat, weil er seine Gefühle in die Familie investiert. Oder er hat heimliche Gefühle für dich, konzentriert sich aber auf seine Familie. Oder du spürst seinen Blick im Nacken, er beobachtet dich. Du denkst über die Gefühle, die du zu ihm hast, nach und denkst auch darüber nach, was ihn so bewegt, ob da noch Gefühle sind. Und du denkst vielleicht auch darüber nach, also es kann hier auch um Körperthemen gehen, dass er vielleicht zu viel Wasser zu sich nimmt, also Wasser in Form von Flüssigkeit, dass er zu viel trinkt. Es könnte auch bedeuten, ich hatte doch gerade noch einen Impuls, so weg. Vielleicht kommt er gleich wieder. Auf jeden Fall denkst du hier über die Gefühle nach.
auch über sein Verschwinden, über seinen Abgang und vielleicht auch, genau, du denkst hier vielleicht auch darüber nach, ob die Basis noch da ist. Ne? So, ne? Spiegelt in die Rosenhecke, er ist weg, ist da überhaupt noch eine Basis? Machst dir Gedanken, sind da überhaupt noch Gefühle? Ne? Da schauen wir mal. Also du denkst so im Allgemeinen darüber nach und jetzt schauen wir erstmal, was du für ihn fühlst. Da haben wir Wolkenkuckucksheim. Du fragst dich natürlich, ob du dir hier vielleicht ein grandioses Luftschloss baust, weil schließlich ist er verschwunden. Da spüre ich jetzt auch, das ist eine Legung für die, wo das Gegenüber tatsächlich im Rückzug ist. Die hinter der Rosenhecke ist auch so die Ghosting-Karte. Ja, und dein Herz ist so in der Energie, ist das jetzt ein Luftschloss, eine wunderschöne Seifenblasenenergie. Aber diese Liebe bringt dich auch vorwärts. Und die zeigt dir auch, was du willst, was dein Herz braucht. Weil Wolkenkuckucksheim kann auch die Vision sein. Und dein Herz sortiert sich gerade neu. Also du kommst mit der Situation klar. Es ist jetzt nicht so, dass du hier vor Schmerz und Kummer zerfließt, sondern eher, dass du über die Beziehung nachdenkst. Wir haben hier Herz und Verstand. Tatsächlich ist er weg. Im Herzen ist es vielleicht auch ein Traum. Du fragst dich, vielleicht war es das auch. War das Ganze jetzt nur ein schöner Traum? Eine Illusion, in die mein Herz sich da so rein verfühlt hat, ne? Also mit Gefühlen verstrickt in eine Illusion. Andererseits spürst du aber auch den Fortschritt. Er bringt dich weiter. Egal wie er ist, in deinen Gefühlen. Gefühle wollen ja immer als das angenommen werden, wie sie sind. Ne? Und wenn er dir halt trübe Wasser macht, ist das auch etwas, was du in dir klären darfst. Also du siehst hier auch, egal wie er sich verhält, mit all seinen Rückzügen und Gedöns, siehst du hier auch, dass er dich vorwärts bringt. Er bringt dein Herz vorwärts. Und du hast es geschafft, dein Herz wieder in Ordnung zu bringen, Korrespondenz in das Haus zu stabilisieren. Also egal, was er macht, er wirft dich hier nicht mehr aus der Bahn. Ne? Und natürlich mit Wolkenkuckucksheim, da ist schon auch noch so die Schwärmerei da. Aber dass dich das jetzt so aus den Schuhen hebt, wie es vielleicht mal gemacht hat, das ist nicht mehr. Du kannst durchaus damit umgehen. Ne? Hast vielleicht eher so ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Ja, was macht er denn hinter der Rosenhecke? Ne? Was macht er denn? Zu viel Flüssigkeit in seinem Körper? Fragezeichen. Ja, trinkt er zu viel? Oder vielleicht ist es auch so, dass das Wasser eure Basis wegspült. Ne? Und dass du das Gefühl hast, der hängt da und lungert da hinter der Hecke rum. Ich habe da ja als seinen Blick im Nacken. Ja, aber die Basis schwimmt davon. Also sinnbildlich für die Fälle schwimmen ihm davon, ob er das schon weiß. Ne? Wenn man jetzt an die Legung zuvor denkt, dann wird ihm das sehr bewusst, dass ihm die Fälle davon schwimmen, weil in dieser Legung wendest du dich ja ab von ihm. Ja, und in deinem Herzen kommst du so in deine Ruhe, in deine Ordnung, siehst aber auch das Gute, den Fortschritt mit den 7 Meilenstiefeln, den er gebracht hat und hast vielleicht auch den Unterschied zwischen Vision und Illusion ganz einfach gelernt. Ne? Träumst dir vielleicht noch manchmal so ein bisschen von ihm, schwärmst von ihm, aber es tut nicht mehr so weh. Ne? Ja, dann schauen wir mal, welche Kraft dich anschiebt. Nichts. Nichts treibt dich an. Du tust nichts. Und das finde ich sensationell. Und durch dieses Nichtstun kommst du zur Erleuchtung. Ist das nicht der Hammer? Du lässt ihn einfach so sein. Soll er doch im Rückzug sein, ja? Soll er doch hinter den Rosen rausklotzen, ne? Du wendest ihm den Rücken zu. Du wirst nichts tun. Nichts treibt dich an. Du bist in deinem Sein, kommst so zu deiner Erleuchtung in Lord, ja? Und lässt ihn halt machen. Das heißt auch in Verbindung mit Lord, du klärst deine Gefühle, die ihn betreffen. Dein Herz kommt hier in Ordnung. Schaut mal da. Dein Herz kommt hier in Ordnung. Dein Herzelein, das Haus liegt über Lord, na, so muss man es sehen, kommt hier in seine Stabilität, in seine Basis. Deine Basis, die ist hier ordentlich. Was er da macht hinter der Rosenhecke, findet hinter deinem Rücken statt.
zeigt auch so, du gehst tatsächlich weiter. Nichts treibt dich in seine Richtung. Du lässt ihn in seinem Sein sein. Ne? Und auch hier haben wir so das Ghosting, auch dass er nicht da ist. Ne? Also wenn man das mal so sieht. Wolkenkuckucksheim, nichts und hinter der Rosenhecke. Er unternimmt nichts, er klotzt dumm hinter der Rosenhecke. Ja, als wie eine Art Geist. Wolkenkuckucksheim, das ist ein Ort, von dem du träumen kannst, aber das ist kein greifbares Fundament. Und in dieser schwammigen Energie hält er sich auf. Möglicherweise schon länger. Aber es macht auch nichts mehr mit dir. Es belastet dich auch nicht. Du hast das nichts im Rücken. Na, also du hast jetzt nicht hier eine schwere Last im Rücken oder irgendwas, was dir da irgendeine Bürde auferlegt. Nein, es macht nichts mit dir. Und du bist so neutral. Das ist, Neutralität heißt aber auch, da ist gerade keine Anziehungskraft. Und du kommst so in deine Ordnung. Und wenn du jetzt mit beiden Legungen, die in der Playlist jetzt hintereinander sind, ne, also wenn du jetzt zufällig erst über diese Legung der Dame stolperst, dann kannst du in den aktuellen Videos schauen, da steht der Herr drüber. Die hängen zusammen. Wenn du mit der anderen Legung auch in Resonanz bist und jetzt auch mit dieser, schauen wir jetzt mal eure Verbindungsenergie an. Außerdem gibt es die Kaffee-Keks-Orakel in ihrem eigenen Ordner. Die sammeln sich an, werden immer mehr und dann kannst du unter den Orakeln orakeln. Das ist wie so ein Memory. Ne? Da habt ihr dann richtig Auswahl und könnt euch Botschaften bei einem Kaffee und einem Keks zu Gemüte führen, in so einem Blaupäuschen. Ja, wie so Ü-Eier, weil die haben auch keine Titel, die irgendwas verraten, was drin ist. Also da kann man sich jetzt auch nicht selbst sabotieren, gell? Und sich die schönen Überschriften raussuchen. Nee, nee, nee. Da halten wir uns mal schön bedeckt. Das ist das Orakel, was wiederum orakelt werden kann, weil alle meine Legungen sind zeitlos. Und jetzt schauen wir nochmal, wenn du mit beiden tatsächlich jetzt in Resonanz bist, jetzt wo sie frisch sind, ne? Welche Energie verbindet euch? Dieses Resonanzsein kann dann auch, wenn du später in den Orakeln orakelst, auf die Legung schauen, die du zuvor gesehen hast. Ne? So. Welche Energie verbindet euch? Der Bär. Und der Bär ist ja auch die Winterkarte, der zieht sich gerne in die Höhle zurück und das ist vielleicht auch einfach der Schlaf. Ne? Also, dass eure Beziehung, die ist da, wobei man ganz klar sagen muss, es macht nicht mehr das mit dir, was es mal gemacht hat, du ruhst. Sie ruht vielleicht einfach nur. Das ist wie so ein Ruhefeld. Die ist in so einem Winterschlaf. Und nach jedem Schlaf kommt aber auch wieder ein Erwachen. Und nach jedem Winter kommt ein neuer Frühling. Das ist so eine Ruhephase, die euch da verbindet. Jedoch auch die Süße des Lebens. Also das seid ihr auch füreinander. Ne? Die Süße des Lebens und der Bär vermittelt auch die Geborgenheit, das Kuschliche. Ne, dieses Gefühl von sich reinkuscheln. Also auf irgendeiner Ebene tut ihr euch auch wiederum sehr gut. Das ist möglicherweise immer dann, wenn ihr euch tatsächlich begegnet und wenn ihr euch in die Augen schaut, dann erkennt ihr halt auch die Geborgenheit, die ihr aufeinander ausstrahlt. Schau mal, wie es auf dich Sinn macht. Ne? Das ist auch Honignaschen, das ist auch Süße des Lebens. Dein Gegenüber ist auch, oder ihr seid füreinander, so das Salz in der Suppe. Der große Auftrag ist natürlich, die Suppe nicht zu versalzen. Und wenn das Bärchen am Honigtopf nascht, muss er natürlich auch aufpassen, dass die Bienchen nicht garstig und sauer werden und ihm ins Popöchen stechen. Ne? Das ist also auch immer so eine Gratwanderung von nicht zu viel und nicht zu wenig. Etwas Honig naschen, aber nicht den ganzen Honig, auch noch was für die Bienchen lassen, ein bisschen Salz in die Suppe, aber nur so, dass die Suppe noch schmeckt. Ja, habe fertig. Das war Kaffee-Keks-Orakel, die Dame vs. der Herr. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gern ein Zeichen deiner Dankbarkeit da, ein Abo, ein Like, einen lieben Kommentar oder einfach als Dankeschön ein Like. Ja, damit macht ihr mir echt eine große Freude und unterstützt unsere Community. Bis dahin, ihr Lieben. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer Yonanda TV.